Hey Leute, heute will ich euch zeigen, wie ihr euren PC herunterfahren könnt, nachdem ihr ein Video hochgeladen habt. Das ist sehr praktisch, wenn ihr langsame Internetleitung habt und ihr wollt nicht die ganze Zeit den PC brennen lassen, wenn das Video hochgeladen ist. Gerade über Nacht ist es ganz praktisch. Dazu haben wir ein Tool gefunden, das heißt Free YouTube Uploader. Das Tool ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Installiert es wie ich hier und dort gibt es eine Option, dass man den PC herunterfahren kann, nachdem es hochgeladen wurde. Wir gehen jetzt da rein. YouTube-Konto aus. Das Programm muss ja wissen, wohin das Video hochladen soll. Und dann geben wir hier unsere E-Mail ein. So, ich habe meine E-Mail eingegeben, jetzt gebe ich noch mein Passwort ein. Nachdem ich mein Passwort eingegeben habe, muss ich nur noch bestätigen, dass ich das bin. Und jetzt klicke ich hier auf Ja und das Ganze wurde bestätigt. Und wir sind drin. Hier auf Tutorialwerk und das Programm möchte Zugriff auf das YouTube-Konto und die YouTube-Videos. Ist ja logisch, müssen wir zulassen. Und jetzt ist das Ganze verbunden mit unserem YouTube-Konto. Jetzt müssen wir hier bei Tools, bei Optionen, können wir Sachen einstellen. Zum Beispiel die maximale Upload-Geschwindigkeit, das eher keinen Sinn ergibt. Aber wir können hier die Option anmachen, nach Abschluss des Computers herunterfahren. Das klicken wir hier an, klicken auf OK. Und jetzt klicken wir auf Datei hinzufügen. Und jetzt wählen wir ein Video aus. Ich habe hier nämlich schon eins. Hier, Programm verschieben, das will ich hochladen. Ja, ich wähle das aus, die Datei. Ja, und jetzt ist es hier. Wir sehen hier die Länge des Videos, die Auflösung, Full HD und auch andere Sachen, wie zum Beispiel FPS und so Zeug halt. Hier bei Videoinformationen kann ich Sachen auswählen, wie das Video nachher auf YouTube sein wird. Zum Beispiel Datenschutz, da geht es auch nur öffentlich und privat. Ich mache da jetzt mal privat, weil ich finde es hier jetzt nicht so gut, das hier einzutragen in dieses Fenster. Das gebe ich dann lieber auf der Webseite ein. Aber das könnt ihr natürlich halten, wie ihr wollt. Außerdem wird es hier auch nicht geplant und nicht gelistet, weil ich ja immer geplant oft auch als hier nutze, damit die Videos halt geplant veröffentlicht werden. Ihr könnt es aber auch gerne hier im Programm eingeben, was ihr als Titelbeschreibung und so haben wollt. Ich mache das aber lieber auf der Webseite. Ihr könnt auch hier einstellen, dass alles für jedes Video verwendet wird, das über das Programm hochgeladen wird. Und dann gibt es hier noch erweiterte Einstellungen, aber auch nicht so viele hier auf der Webseite. Jetzt klicken wir auf OK. Und ich klicke hier auf Upload. So, dann lädt das hier hoch. Es geht jetzt eine kleine Weile und dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem das hochgeladen ist. So, das Ganze ist jetzt fast hochgeladen, 95%. Wie ihr seht, musste ich auch die Kamera wechseln. Ich nehme es mit dem Handy auf, weil PC ja gleich runterfährt. Das seht ihr dann auch gleich, 99%. Und jetzt wird der PC ganz normal heruntergefahren, wie erwartet. Ja. Jetzt ist er aus, wie ihr es gedacht. Ich zeige euch jetzt mal hier noch ein Screenshot, dass das Video jetzt hochgeladen ist. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auch immer über ein Like und ein Abo. Dann würde ich sagen, ciao Leute. Haut rein.